jetzt erkläre ich den beiden hier mal die beste Art zu rutschen, wie man auch wirklich am schnellsten unten ankommt. Sind wir gespannt. Okay. Habt ihr denn so eine Ahnung wenigstens, wie man rutscht, außer Spaß rutschen? Ausrutschen, Disziplin, oder? Nein rutschen. Okay. Und sauber obi rutschen. Okay, super. Also er kennt sich schon deutlich besser aus. Ich hätte jetzt so ein paar kleine Sandsäcke mit hochgenommen. weil natürlich brauchen wir ein bisschen Gewicht. Okay, also schnallst du dir jetzt ein paar Gewichte an die Beine? Das wäre jetzt mein bester Tipp, aber vielleicht hast du ja noch bessere. Also du hast natürlich recht, physikalisch gesehen ist es ja der richtige Weg, aber du kannst ja nur mit deinem Körpereinsatz ran an die Sache. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Drei-Punkt-Technik zu nutzen. Darf ich mal kurz gehen? Drei-Punkt-Technik heißt Schulter, also 1, 2 und die Füße. Okay, Schulter und die Füße. Wirklich die hier. Aber das heißt, man überkreuzt, damit nur eine. Genau. Und dann hast du. Und die Schulterblätter auch so ein bisschen raus, damit auch Punkte entstehen, nicht Flächen sozusagen. Genau, du kannst auch so rutschen. Wenn du so rutschst, dann drückst du eh schon die Schulterblätter raus. Aber aerodynamisch. Genau, die Hand darf aber das Wasser nicht berühren, okay? Und du musst dann so ein richtiges Hohlkreuz machen. Okay. Ja, so richtig schön Hohlkreuz, okay? Also nichts an deinem Körper darf Kontakt mit dem Wasser haben. Okay. Und der Start ist auch sehr wichtig. Mhm. Badehose lassen wir aber an, oder? Da gibt es diese Einschleudertechnik, oder? Genau. Aber die ist natürlich brandgefährlich. Also, da kann man sich schon mal einen Kürbis. Ja, dann musst du den Kopf ein bisschen einziehen. Mit Helm. Helm würde dich wahrscheinlich wieder aufhalten. Also Kopf natürlich einziehen. Aber wirklich wegschwingen, weil der Schwung, den du am Anfang bekommst, den kann dir niemand nehmen. Ja, okay. Okay, je besser du durchschwingst, umso besser startest du einfach ein. Und dann gleich in diese drei Punkte. Weil du weißt du, wenn ihr euch wegschleudert, dann sind die Hände ja sowieso schon hinten. So ein bisschen Angst habe ich gerade von dem Einschleudern. Kannst du das mal zeigen? Ja, gerne. Soll ich mal vormachen? Ja. Ach, hör auf, echt jetzt? Nee, das macht der Maxi. Der Maxi wird wirklich. Ich kann schon vormachen. Dann mach du vor. Mal gucken, ich habe das schon lange nicht gesagt. Reden kann ich, aber ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Ja gut, dann machen wir das so. Super. Also, auf geht's. Perfekt, zack, auf geht's. Danke dir.